Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind hier immer noch in der Stadt, aber wir haben im letzten Part noch am Ende gegen Team Plasma gekämpft und theoretisch könnten wir jetzt weiter. Doch die Frage ist, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Jo, eigentlich hatte ich heute gar nicht mehr geplant, noch einen Part aufzunehmen, aber ich habe gerade hier was richtig Geiles, was ich euch dann gleich erzählen werde. Erstmal kurz schauen, es geht einmal nach links. Route 5 oder nach Route 16. Ich denke mal, ja, Route 5 werden wir lang gehen. Oder Retro ist auf jeden Fall nach unten abgehauen. Wir können ja nochmal da kurz hinschauen. Ich denke mal, da wird dann jetzt auch nicht mehr sein. Nee. Gut, unser Pokémon hat ja geheilt. Bedeutet, da haben wir, habe ich jetzt auch keine Sorgen. Aber ich möchte mal trotzdem jetzt mal zur Route dort rechts hinschauen. Vielleicht ist da auch was, wo wir sagen, ja gut, man ja mal, genau. Ach, stimmt, ich hatte gerade einen kleinen Schock bekommen, habe eben so überlegt, oh, da können wir einen Pokémon fangen, Teammitglied, aber dann habe ich gemerkt, das war es Molimorba. Das ist nämlich auch auf Route 16 fangbar. Interessant. So, aber ich denke mal, da gibt es nichts weiter. Ein Trainer? Ja, du bist ein Trainer. Okay. Ja gut, dann kann ich schon mal kurz erklären, warum ich jetzt hier noch weiter zocke. Und zwar, ich habe eine geile Technologie gerade hier. Ich habe ja sonst immer, normalerweise habe ich die letzten Nintendo Let's Plays und auch generell so Let's Plays an der Tastatur gespielt. Auch Nintendo Let's Plays, also Nintendo DS Let's Plays. Und da muss ich jetzt mal wechseln. Weil damals, das war sogar noch in Pokémon Platin sogar noch, glaube ich. Genau, das müsste Pokémon Platin gewesen sein. Ist mir mein Controller kaputt gegangen, also schon ewig her. So, und seitdem habe ich mir keinen neuen Controller gekauft. Weil ich immer mit der Tastatur gespielt habe, anfangs war es ein bisschen ungewohnt, aber inzwischen ging das. Da habe ich zum Beispiel auch letztens Mario Luigi halt immer so aufgenommen. Hat alles wunderbar funktioniert. Und dann habe ich so in letzter Zeit so ein bisschen überlegt, jetzt einen Controller zu haben, ist eigentlich ganz geil. Aber ich wollte mir halt keinen kaufen. Dafür jetzt Geld ausgeben. Daher habe ich Folgendes jetzt gemacht. Ich habe jetzt mein Handy hier als Controller umgerüstet. Ich habe hier mir eine App installiert, womit sich mein Handy mit einem PC verbindet und ich hier eine Oberfläche habe wie auf Nintendo DS mit A, B, X, Y, L und R, Steuerkreuz. Und ich habe das so gesehen selber jetzt hier konfiguriert, mir zusammengestellt. Und es ist einfach nur nice, gerade hier mit dem Handy zu zocken. Es ist noch ein bisschen ungewohnt, die Tasten überhaupt zu treffen, weil man spürt die ja selber nicht. Man müsste schon so ein bisschen den Griff raus haben, wo das ist. Aber ich habe mir das eigentlich gut hier positioniert, so wie auf Nintendo DS halt auch. Und daher ist das schon ganz geil, finde ich. Level 25 sind die Gegner. Das, wir hätten hier schon längst hinkommen können, daher werden wir jetzt hier auch weiterhin hier können. Nur, weiß nicht. Wir belassen mal Nico hier. Wir versuchen es einfach. Ja, deswegen schaue ich jetzt noch des Öfteren zum Handy runter. Es ist an sich geil. So, ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt hier kommen. So, Psychoschock nochmal. Scanner. Mist. Die App habe ich mir schon jetzt schon länger installiert. Nur ich habe mir jetzt so, während ich YouTube geschaut habe, mal so überlegt, theoretisch könntest du jetzt nochmal nachschauen, ob das jetzt so funktioniert. Oder ob das generell funktioniert. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Also es ist mega nice. So, tschüss. Hartnäckiger Gegner. Und ich habe heute halt schon einige Parts jetzt hier aufgenommen. Daher dachte ich so, ja gut, brauche ich heute keinen Part mehr aufnehmen. Ich nehme jetzt den Rest des Tages frei sozusagen. Aber jetzt kommt hier diese Technologie vorbei und dann habe ich natürlich wieder mega Bock. Hätte ich auch so und so gehabt. Aber ich dachte, ich habe mich jetzt da eigentlich ein bisschen zurückgefahren. Und ich muss sagen, das funktioniert richtig gut so. Hier gibt es auch hohes Gras. Aber ich möchte erstmal kurz da hinschauen. Da gibt es einen Doppelkampf, cool. Wir haben ja auch beim letzten Part erfahren, dass es auch Dingskämpfe gibt. Drei Umkämpfe und Dreierkämpfe. Hatten wir bisher aber noch gar nicht. Daher bin ich mal darauf gespannt.
So. Versuche mir das jetzt schon so ein bisschen einzubringen, ohne dass ich aufs Handy schaue. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit dem Steuerkreuz. So, A, B, X, Y, das kriege ich hin. L und R brauchen wir sowieso nicht. Gerade A, da brauche ich gar nicht mehr hinschauen. Und das hat ja wirklich so die Größe eines Nintendo DSs. Will ich sehen. So, zweimal Zoro-Keks. Das ist ja mega geil. Wisst ihr warum? Psycho-Attacke und die sind weg. So, Psycho-Schock. Auf das linke ruhig, meinetwegen. So, und Jonas kann so lange mal einen Grasmixer einsetzen auf das rechte. Er greift so auch als erstes an. Was? Hä? What? Bin ich jetzt hier komplett falsch? Das ist doch ein... Ist doch Teamkampf, oder nicht? Aber anscheinend nicht. What? René, komm du mal bitte. Na toll. So. Die beiden jetzt... unsere ersten beiden Teammitglieder natürlich. So, auf das rechte, dass der schon mal besiegt ist, und Grasmixer. Ja, auch auf das rechte. Das ist sehr effektiv. Dann wahrscheinlich Typ Unlicht. Das könnte ich mir jetzt am ehesten vorstellen. Ja, und ziehe ich auf Unlicht. Wusste gar nicht, dass das keine Wirkung zeigt. Oder Unlichtkampf, das könnte natürlich auch sein. So, dann Kraftwelle, ups, egal. Kann man auch auf das rechte nehmen und dann wird der linke angegriffen. Ist ja schon. So, tschüss. Dann werden wir gleich nochmal zurückrennen und nochmal kurz zum Pokécenter gehen. Weil das Nico jetzt hier down ist, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Falsche Taste. Hier. Eventuell, was ich noch machen könnte, sind die Pfeiltasten ein bisschen größer machen auf dem Handy. Also ich kann die App trotzdem weiterempfehlen. Controller PC heißt die. Man kann das halt auch mit generell anderen Spielen verknüpfen. Bedeutet, man kann das wirklich jeden einzelnen Knopf da drauf packen. So, jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Ach, wir müssen ja hier runter. Stimmt. Natürlich könnte man sich vielleicht auch so eine Folie holen, die man dann immer auf den Stellen da drauf klebt, dass man auch das fühlen kann sozusagen, wo die Knöpfe sind. Wäre auch so eine Idee, aber ja, sieht ein bisschen bescheuert aus. Wenn mich dann in der Schule so jemand fragt, ich dann so, hey, warum hast du da ein paar Stellen von einer Folie drauf? Nur an bestimmten Stellen, sag ich. Ja, ich zocke damit immer Pokémon. Da habe ich da auch. Ja. Hey, weg hier. So, auf ein neues hier. War der Fahrradfahrer schon vorher da? Jo. Okay. So, Fahrradfahrer, komm her. Schön, dass es hier auch noch ein paar Kämpfe gibt, aber ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, wo ist... Oder wo ist unser nächstes hier eigentlich? Hallo! Ja, da können wir doch auf jeden Fall eine Psycho-Attacke einsetzen. Da ist Psycho auf jeden Fall sehr effektiv. Wunderbar. Och, so, rein von der Chronologie wäre natürlich Route 5 am nächsten, also wäre als nächstes dran, aber ich... Hier kann man ja anscheinend auch kämpfen. Da bin ich froh, dass ich jetzt hier nochmal hingegangen bin. Weil wäre ein bisschen doof, wenn wir das hier ausgelassen hätten. Daher waren wir auch so niedrig gelevelt beim Arena-Leiter. So, hier. Diese Richtung. Wunderbrücke, eine Brücke voller Wunder. Wir gehen erstmal kurz zum hohen Gras. Da ist die Route auch schon beendet, okay. Hier muss man Stärke einsetzen. Interessant. Kann unser vor allem Sklave Stärke erlernen? Haben wir bisher noch nie ausprobiert, daher erstmal ganz gut. Das zu erfahren. Das ist eine normale Attacke, also sollte eigentlich gehen. Was? Kann er nicht? Das ist doof. Können wir da jetzt nicht nachschauen? Könnte das natürlich Jonas oder René erlernen.
Das auch, aber Mann. Aber früher, später brauchen wir noch Stärke. Wir gehen erstmal hier durch. Da ist der nächste Trainer, aber erstmal wieder wildes Pokémon. Mittlerweile rufe ich hier schon mal Pokewiki mal auf. Weil ich möchte wissen, was hier für Pokémon aufkreuzen. Habe ich ja gesagt, mache ich jetzt mal. So, hier flüchten wir erstmal. Moment mal, ich habe ja jetzt hier, ich bin hier auf Pokewiki, kann das? Nee. Wäre geil, wenn man hier weiterzocken könnte, während man auf Pokewiki oder so ist. So, Route 16 ist das ja, genau. Route 16. Und A drücken bringt hier jetzt nichts. Nee, ich kann jetzt hier nichts machen, weil ich in einem anderen Fenster bin. So, natürlich muss ich bei Pokémon Schwarz 2 schauen. So, gut. Och nee, nicht das Vieh schon wieder. Da wechsle ich sofort zu René. Damit hatten wir schlechte Erfahrungen gesammelt. So, was finden wir? Im normalen hohen Gras finden wir zu 30% jeweils Pico Chiller, Molly Morba, Ponocito. Zu 20% jeweils Cleopatra und Unratytox. So, da setzen wir jetzt erstmal eine Kraftwelle ein. Oh lol. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Na toll. Ja, warten wir mal kurz. So, im dunklen Gras kriegt man zu jeweils... Ah, warte, warte. Noch dazu gesagt, Molly Morba kriegt man nur in Schwarz 2. Monocyto nur in Schwarz... in Weiß 2. Und dann nochmal Glück gehabt, dass Molly Morba fangbar ist. Ah, René ist aufgewacht. Sehr schön. Sehr schön. So, im dunklen Gras... zu 30% jeweils Pico Schiller, Molly Morba in Schwarz 2 und Monocyto in Weiß 2. René erreicht Level 29, wunderbar. Und zu 20% im dunklen Gras Leopada und Unratytos, also eigentlich genauso gleich. Und die Level unterscheiden sich so ein bisschen höher. Knochenharz. Was ist das für eine Attacke? Typisch für Lucario, glaube ich. Greift Ziel 2-5 Mal in Folge mit einem harten Knochen an. Vom Typ Boden. Da kommt mal Konter raus. So ein zweites Pokémon zu haben, welches Typ Boden Attacken hat. Erstmal nicht verkehrt, aber bleibt glaube ich nicht im Moveset, im Final-Moveset drin. So, und dann, was man hier noch finden kann, werden wir gleich weiterschauen. Gibt es nämlich noch ein bisschen was? Da gibt es einen Zerschneider. Zerschneider können wir ja glaube ich schon einsetzen, kann das sein? Jo, da haben wir unseren vollen Sklaven extra. Ja, ihr merkt, ich laufe öfters noch gegen Dings, gegen die Wand. Heilball. Ja, da wird das Pokémon gleich geheilt, wenn man es gefangen hat und falls es halt dann gleich ins Team kommt. Okay, da hinten ist etwas Dunkles. Okay, das ist schon mal ein Trainer. Den wollen wir gleich mal besiegen. So, im raschelnden Gras kriegt man zu 85% ein Ohrdoch, zu 10% ein Emolga, sehr interessant, und ein Chillabell zu 5%. Und dann gibt es hier noch irgendwie Schwarm, Tanzer, aber Level 40-55, also wahrscheinlich auch irgendwann später. So. Haben wir mal einen Psychoschock. Genau, okay. Das war's dann auch an Pokémon, was man hier finden kann. Auf jeden Fall ordentlich. Und die Morba, wie gesagt, interessant. Hatten wir ja auch auf der anderen Route. So, das war mal wieder ein Volltreffer. Windschnitt hat, glaube ich, eine hohe Volltrefferquote. Auf jeden Fall haben wir da jetzt schon öfters bei Windschnitt einen Volltreffer bekommen. So, Level 30 für Nico. Dann kann ich ja auch Nico erstmal auswechseln. Leopard, da muss ich sowieso wechseln. So, René, wo bist denn da unten? So, mal kurz die Aufnahmeprogramm nach vorne holen. Das weiß ich jetzt nicht.
Geoparda, da machen wir natürlich die Kraftwelle. Ah, schön, schön viele Typen hat René. Gefällt mir. Ja, das war klar. Oh, Felsenfest. Die wird steigt, wenn man zurückschreckt. Ja, René ist bisher wirklich, würde ich so behaupten, das stärkste Teammitglied. Ich gefolgt von Jonas. Nur ich denke, letztendlich wird Umban wirklich es wird ausgeglichen sein. Ich habe sehr, sehr geile Pokémon halt mit reingenommen. Aber weil Jonas zum Beispiel seine Weiterentwicklung hat, wird er vorne auf jeden Fall sein mit. Er ist ja jetzt schon mit vorne. So, Hyperball. So, hier gibt's ein paar öle Pokémon. Ein Toxipet. Moment mal, wir sind nochmal an einem anderen Ort. Das ist hier nicht mit aufgelistet. Ah, jetzt habe ich schon. Wenn ich hier ins Dings reinklicke, dann komme ich da immer auf Beute. Komm, machen wir hier mal die Flucht. Nein, das ist da nicht mit aufgelistet. Wir sind woanders. Ey, unfair. Das ist auch nicht mit aufgelistet. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ach Leute, es kann sein, dass ihr die ganze Zeit so ein Bing, Bing im Hintergrund hört. Wartet, das fällt mir erst jetzt so auf. Vielleicht ist das euch auch nicht aufgefallen. So, jetzt ist es auf jeden Fall weg. So, da scheint ein Ninja versteckt zu sein, aber ich wollte ja, dass man auf der 1 wechseln. Tauschen wir mal zu Jonas. Dass Jonas auch mal wieder ein bisschen kämpfen kann. Und dann Ranger. Ranger oder Ninja, das ist dasselbe. Genau, Ranger ist das. Ein U. Ist das die Weiterentwicklung? Nee, immer noch nicht. Ist zwar ein Gift-Pokémon und Jonas ist da eigentlich im Nachteil, aber trotzdem kriegt er es hin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Setzen wir Rückkehr ein. Ja, schon mal die Hälfte weg. Er hortet. Da steigt Verteidigung und Spezialverteidigung, genau. Bedeutet, wir werden mit der nächsten Attacke ihn nicht besiegen können, es sei denn, es ist ein Volltreffer. Aber leider nicht. Terror. Okay, da heilt er sich selber. Er schreibt mich gerade im Teamspeak an. Muss ich gleich mal schauen. Erstmal kurz. Nochmal Rückkehr einsetzen und währenddessen schaue ich mal kurz. Ach, das ist Supportbot. Nichts Besonderes. Wird auch schon übernommen. Also kann ich da jetzt kein Böse sein. Ich bin halt gerne nebenbei immer noch im Teamspeak. Hallo? Ich hab eigentlich hier A gedrückt. So, jetzt. Kennst du diese Beere? Oh, Persischbeere. Halt. Vergiftung. Kannst du hören, wie die Pokémon und die Pflanzen leise ein- und ausatmen? Eigentlich nicht. Tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. So, ist hier irgendwas? Nein, falsch. Itemradar mal einsetzen. Hier war irgendwas. Also, da oben wahrscheinlich. Hier. Ach so, das sind jeweils andere. Okay, hier ist eine riesengroße Wiese. Ist da irgendwas? Nee. Auch nicht solche versteckte Lichtung. Stimmt, da müssen wir ja dann auch nochmal hin. So, was ist mit dir? Oh, hallo Trainer. Wie ich sehe, hast du deinen Pokédex. Für mich als Weltenbummler ist das Größte am Reisen, anderen Leuten zu begegnen, um mich mit ihnen auszutauschen. Oh, aber was ich dich fragen wollte. Kennst du zufällig einen Pokémon namens Zoroark? Ja, kenne ich. Geiles Pokémon. Habe ich aber nicht. Ich sag trotzdem. Ja, beeindruckend. Wahrscheinlich hast du dich über Zorak informiert, damit du nicht Opfer eines seiner Streiche wirst. Habe ich recht? Hm, stimmt. Wer anderen blind vertraut, muss mitunter einen Preis dafür zahlen. Aber es ist noch immer noch besser, als ein Leben in ständigen Zweifel zu führen. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ja, ein kleines Geschenk für dich. Standpauke. Ah, oh, finde ich jetzt nicht so. Ich glaube, die vor allem. Vor gut 2 Jahren war dies das Revier von Zoroark. Es nutzte seine Fähigkeit Trugbild, um das Erscheinungsbild der Graslandschaft zu verändern.
Mensch wie Pokémon an der Nase herumzuführen. Tja, hinter jedem Gerücht, so absurd es auch klingen mag, verbirgt sich eben ein Pünktchen Wahrheit. Man sollte nichts von vornherein als heiße Luft abtun. Zoroark, da erinnere ich mich gerade an. Oh, da ist es! Lol, das war Zoroark! Weil ich kann mich da an eine Folge von Pokémon erinnern, von dem Anime. Zoroark. Fand ich eigentlich damals ganz geil. Das war Zoroark! Lol! Einfach Zoroark hier getroffen. So, du kennst wahrscheinlich, jo. Ein Emolga. Gut. Das ist. Ah, gut. Ja, weniger gut, um ehrlich zu sein. Ich versuch's trotzdem mal mit Rückkehr. Ich mache mir schön Schaden damit. Ja, die Hälfte ist weg. Er setzt Doppelteam ein. Oh, das kann doof werden. Echt nochmal Rückkehr. Komm, bitte, Jonas, triff. Oh, warum greift er jetzt als erstes an? Keine Ahnung. Aber klar. Aber warum? Jetzt. Ah, okay. Danke, Jonas. Was? Och nee. Aber Schockwelle ist nicht so effektiv. Komm, nochmal Rückkehr. Bitte, Jonas. Mal greift er als erstes an, mal ich. Ist die Initiative bei uns beiden gleich, oder wie? Ja, ist immer unterschiedlich. Also immer im Wechsel sozusagen. So wenig KP. Ja, wir wechseln uns ab. Interessant. Mann. Nee, jetzt. Oh, sein Fluchtwert ist schon so hoch. Das ist so nervig. Aber wir treffen trotzdem. Wunderbar. Und mit einer Attacke, die nicht so viel Genauigkeit hat. Ja, es gehört zur Grundausstattung eines Rangers, nimm. Amrena-Bäre. Mach die denn nochmal. Die hat auch irgendwas. Nicht nur die Pokémon hier sind am Leben. Auch der Wald selbst ist ein lebendiges Wesen. Und was ändert sich hier jeden Tag? So wird das patrouillieren. Nie langweilig. So, hier gibt es irgendwo jetzt noch Item. Mehrere. Immer noch dort unten. Und hier links soll irgendwo eins sein. Wir sind nah dran. Da. Ey. Ein Blattstein hilft ein Pokémon zur Weiterentwicklung. Sehr, sehr nice. So, hier ist noch ein Item. Netzball, sehr schön. Und ja, ich denke mal, zum nächsten Part werde ich mich mal darum kümmern. Genau, werde ich auch auf jeden Fall machen, dass wir Stärke haben. Weil wir brauchen Stärke. Um dort auf der anderen Seite weiterzukommen. Bedeutet, ich werde dementsprechend einen vollen Sklaven fangen. So, was ist denn das da? Ein der Täuschung. Da will ich euch noch mal kurz sagen, was man da für Pokémon antreffen kann. Darum werde ich da mal kurz auf Pokéwiki das eingehen. Ein der Täuschung. Und zwar, uiuiui, eine riesende Liste. So, ganz normal. Zu 25%. Alter, es ist eine extrem lange Liste. Also ich nenne euch einfach mal die Pokémon. Weitere Infos gibt es halt dann auf PokéWiki, wenn ihr genau wissen wollt. Formball, Lil Minip, Polycon, Toxipet, Roselia, Vadribier, Scaraborn, Pinsir. Bomboll, achso, die habe ich. Rollum gibt's noch. Roselia, Vadribier. Pinsir, habe ich schon gesagt, genau. Ordoch, Emolga, Vegimag, Grillmax, Odamag, Ronweisel, Roserade, Matrifol, Ilfund, Dressella. Mit Surfen, Barmelin, Barschuft. Mit Superangel, Barschuft und Quapsel. Mit Surfen beim Pokémon-Schatten, Barmelin, Boyelin und Barschuft. Und beim Angeln mit Pokémon Schatten, Barschuft, Quapuzzi und Quaxo. Okay, nice. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder raus. Ich muss hier natürlich wieder ins Spiel hier rein.
Dann fange ich den vor allem Sklaven. Eventuell werde ich dann unseren alten vor allem Sklaven auf die Pokémon-Box legen. Weil wir den dementsprechend nicht mehr brauchen. Weil ich möchte dem auch gleich dann Zerschneider beibringen, den neuen vor allem Sklaven. Muss ich mal schauen, wen man da fangen kann. Vielleicht werde ich auch irgendwie zu sondern zurückgehen. Mal schauen. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß euch noch. Und bye bye.